Herzlich willkommen zu einer Folge auf der Karte noch für den Marsch. Wir stücken auf 12 weiter mit Gärreste. Wir werden gleich mal starten. Da wo wir aufgehört haben. Hoffen wir, das klappt so, wie es klappen soll. Ja, es klappt, das ist gut. Weiter nur noch schauen, was wir machen wollten. Ich glaube, ich wollte gleich mit Dünger rübergehen, normalen Dünger rübergehen, als zweite Stufe, als dritte Stufe im Prinzip. Probieren, ob es geht. Das heißt, wir müssen erstmal ein Fahrzeug suchen, dem wir das zumuten können. Den können wir nehmen. Wollte ich wohl Gras sammeln, oder? Na, nur egal, genau. Was der denn wollten, mit dem wollten, keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Na, vielleicht fällt mir noch wieder ein. Also Gras haben wir zu Ballen gemacht, zu Silageballen, und jetzt liegen wir bereits bei der BGH. So, das weiß ich jetzt noch. Der Dünger sollte auch reichen für die Wiese. Beziehungsweise wir werden mal großzügig sein und das Ding voll machen. Ups. 50. Ach, wir wollen. Ach, stimmt. Ich glaube, den. Ne, doch nicht. Ne, was noch nicht finden. Gras mähen und dann für die Kühe, aber wir haben ja nur Gras. Na, mal ein bisschen reinschmeißen hier. Voll. Wir werden warten, bis Anne fertig ist. Mal ganz gucken. Gärreste. Gerade voll gemacht. Das, nee, Quatsch. Der muss gerade hinfahren und holen. Der Fan fährt gerade Richtung BGH und holt die Gärreste. Und wir fahren Richtung Feld 12. Haben wir uns neu gekauft. Die belassen wir mal als Grasfeld. Wir haben jetzt späten Sommer, das heißt, mit etwas Glück können wir dann auch einmal einen Schnitt holen vom Herbst. Morgen früh werden wir die Ernte beginnen können auf Feld Nummer 2, 15 und 14. Auf zwei Felder ist schon Drescher parat mit. Jo. Eigentlich mit LKW zum Abfahren. Da hinten ist es. Aha. Na, macht nichts, da können wir auch noch hinfahren. Ich habe heute 3 Folgen fertig kriegen oder 4, mal sehen. Ist ja gerade mal ja, eine obere Uhr, 17:15. Ja. Sollte heute noch gut machbar sein, vielleicht alle 9 zu schaffen. So, den stellen wir hier etwas weg, abseits. Ja, der ist fast fertig, Anführungszeichen. Ja, da füllt ein. Schade, dass man so nicht erkennen kann, aber gut, macht ja nichts. Inspektion, ne? Unsere Ballen machen. Die Anzeige da oben. Ey, haben wir drinne. Ist ja super, da haben wir noch was Geld kriegen heute Nacht.
noch 9 und noch 3 Stunden verfolgt. Also morgen um ja, gegen 9. Aber sind um 6 Stunden verfolgt. Ja, 6 Stunden? Was macht der jetzt hier? Ach, da hatten wir ja Silage gefahren gehabt. Jetzt weiß ich. Also wir haben noch so viel Mischfutter, da können wir die Lage beruhigt. So, fahren wir Richtung andere BGH und kippen da auch mal die Lage rein. Ich habe ein bisschen neue Musik rausgesucht. Ich hoffe, der Geschmack passt. Mein Mann ist ja auch mit komischer Musik bei, aber gut. Schmecker sind verschieden. Unser Hopfen wächst auch. Unsere Felder sehen reif aus, sind aber noch nicht. Die brauchen noch einen Tag. Das war auch schon 17er so gewesen. Also kein Grund zur Panik, ich bin wieder vorbeigefahren. Macht nichts. Dann werden wir gleich mal hinten rum reinfahren. Da steht er schon, Drescher. Als ich den LKW nicht meinte, dann fahre ich gerade. Aber macht ja nichts. Ja, den Stall werden wir noch überlegen. Den werden wir verkaufen. Weil der lässt sich vom Wasser her befüllen etwas umständlich. So. Da wollten wir hin, so Richtung Silo. Dem Geld wollten wir uns eigentlich. Ach ja, hier geht nichts rein. Ja, das ist ja da. Ja, auf der anderen Seite. Weizen. Na, Birne ist gut. Ich finde immer lustig, Birne. Das ist ja Matsch. So, Mohn, Roggen, Hopfen. Zwiebeln, Karotte, Kalk. Gewisse Dinge sollten extra sein normalerweise. Ja, nicht ganz getroffen, man muss irgendwo hingucken. Ne? Ja, wo ist das Schöne? Ja, da, ne, ja. Naja, gut. Ja, jetzt sieht besser aus. Aber Gärreste geht viel auf den Acker drauf. Aber ich sag mal, wozu kaufen, wenn wir uns da haben. Ne? Das gleiche werden wir ja machen, wenn mir auffällt. Oh. 3 oder 2. Ich hab dicht an der BGH Süd, da kann man ja ganz gut auch düngen. Ne? Schon leer.
können wir ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Brauche noch ein bisschen was. Weil ich danke da noch für ein anderes Feld. Oh, der ist fertig. So, mal gleich probieren, ob der andere gleich Dünger annimmt. Weil es eine andere Sorte ist, könnte das theoretisch da klappen. Das ist in meiner Erfahrung ist das so. So, oh, Trefferfeld. Das testen wir gleich mal so. Ob sich die Textur ändert. Ich glaube ja. Jupp, das klappt. Das heißt, hier werden wir gleich loslegen. Hier brauchen wir einfach nicht Speicher groß. Ja. So schnell erledigt mit, zwei, mit einem Fahrzeug hier, das ist. Mit 20 km/h. Auf geht's. Maximal Düngerstufe, da kann man entsprechend, ich hoffe, gut ernten. Da wir mal gucken, was wir eingestellt haben. Ja, korrigieren wir gleich. Das ist noch von Mähen. Ups. So, wie ist das? Mit 10 km/h so wenig, dann machen wir auf. Warum nur 10 km/h? Ach, eine Kurve, macht keinen Mist. Ja, 20 km/h ist okay. Knappe 20 Minuten. Fast eine halbe Stunde. So sieht ein bisschen besser aus, ne? Gatschi drauf. So, gut, okay. Dann gehen wir mal Richtung BGH wieder. Und bringen noch eine Lieferung Richtung Nord. Da finden sich garantiert ein paar Ausgaben für. Ich könnte mir überlegen, hier einen Überführungskurs zu bauen Richtung Silo und dann mit Abfahrer und über. Na, Abfahrdings da selber zu machen. Ups. Da fahren wir hier ran. Da fahren wir noch einmal BGH ran und machen wir Führungskurs bauen. Silage. Schöne BGH. War ein guter Kauf. 4 Stunden benutzt das Fahrzeug. 5 Stunden. Wenn wir im frühen Herbst beginnen mit der Ernte und die anderen Felder werden bestimmt im späten Herbst oder so sein.
Und mal schauen, ob das so gut ist. Vom Wetter her meine ich jetzt. Und langsam die Dämmerung kommt auf. So, ab nach rechts. Ich könnte das einen Weg nehmen. Dann können wir gleich nach der Ernte die Felder 2. 15 und 14 gleich mit Gäre zu düngen, sobald die Ernte durch ist. Stroh werden wir sammeln wahrscheinlich. Ach, deswegen habe ich den anderen eingestellt. Aber das können wir noch in der Reihe. So, die Ernte ist erledigt, ja. Lohnzahlung. Ich werde immer mein Geld haben. Ah, das ist auch ein Hammer, der Stempel braucht. Alle. Wenn die einen 6 Stunden brauchen, dann ist er bald früh um 3. Aber denk mal, früh um 3 geht die Ernte los. So was auf einer anderen Karte jedenfalls. Und weiß ich auch nicht, wie sich Wachstumszeiten sich allgemein auswirken. Da hier mal Wachstumszeiten verlängert wurden. Da es Probleme geben könnte, weiß ich nicht. Wenn ja, müsste ich mal was anschreiben. Oder aufmerksam machen. Aber anscheinend, bis jetzt ist alles aufgegangen, ne? Müsste auch nicht klappen. Und ja, am zweiten Tag haben wir ja. Ne, am zweiten Tag haben wir es ausgesehen. Am zweiten Tag. Am dritten Tag hatten wir die anderen Fiesen gemacht und Felder. Da fahren wir nicht vorbei. Ey, mein Gott, da können wir abfahren, können wir auch mit einem LKW, da geht er mit rein, ne? 100.000 Liter. Sind ja relativ kleine Felder, also das ist. Für jeden LKW, jeden Feld, aber ein extra LKW, das dürfte eigentlich ganz gut klappen. Brauchen wir keinen Führungskurs machen. So. Ja, wir haben noch Kühe, für die Kühe noch Wasser fahren. Den werden wir auch mal vorbereiten gleich. Das heißt, Schneidwerk. Entsprechend anhängen. Kann man wieder für den Case entschieden. Ups. Das ist ein Quatsch, Heckantrieb. So. Hängen wir ein. Nö, Startler. Vielleicht Kurs LAN, ne? Ernte Feld 2. Ich wollte schon wochenlang das mal
einstellen. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Sei mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.